Die Heuerhäuser waren für die Heuerleute immer ein großes Thema, also die Zeitzeugen aus der Zeit haben immer wieder berichtet, eben von der sehr einfachen Bauweise der Heuerhäuser und vor allen Dingen natürlich auch vom schlechten Zustand vieler Häuser. Und das kann ich halt nicht nur ableiten aus Erzählungen, sondern da gibt es eben in meinem Heimatort Ossendeck auch sehr plastische Beispiele dafür. Also zum Beispiel ist der Giebel von dem Haus meiner Großeltern 1939 in sich zusammengestürzt und der Bauer machte erstmal wenig Anstalten daran, etwas zu ändern. Die Familie musste dann den Sommer über im Stall wohnen und erst als dann beim Ortsbauernführer bzw. bei der NSDAP initiiert hatte, dass da doch mal was geändert werden müsse, hat dann der Bauer wohl entsprechenden Druck bekommen und hat dann auch tatsächlich das Haus wieder hergerichtet. Anderes Beispiel, ein Haus, da liefen alle hin zum Räuchern, gab es wohl auch einen Fall von TBC, weil eben die Luft so schlecht war in diesem Haus. Ein drittes Haus musste sogar abgerissen werden auf Anordnung des Gesundheitsamts, weil es eben in einem quasi baufälligen Zustand war. Ja, und wenig verwunderlich ist dann im Prinzip auch, dass der Zustand der Heuerhäuser dann letztendlich auch ein großer Grund war für viele Heuerleute, ihre Heuerhäuser zu verlassen, ab dem Moment, wo sie das eben konnten. Wo dann